Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsgeschenke-Video 2023. Wir haben zwei Kinder. Liana wird 7, ist jetzt noch 6 und Ben wird 4, ist momentan 3. Warum sage ich das? Weil sie eigentlich schon fast 4 und 7 sind und deswegen so ungefähr die Geschenke zu diesem Alter passen, falls ihr auch Inspiration braucht. Vielleicht hört ihr im Hintergrund Paw Patrol, da sitzen sie nämlich jetzt gerade davor, dass sie nicht hören, was ich hier für ein Video mache. Ich werde euch Bens Geschenke und Lianas Geschenke zeigen und für Mia und meinen Mann André zeige ich euch auch. Ich glaube, damit fange ich an. Das da bekommt unser Golden Retriever Hund, die Mia, bekommt einen kleinen Biber. Sie zerstört alle Kuscheltiere innerhalb von ein paar Tagen, aber die ist so süß. Wenn sie ein Kuscheltier hat, dann tut sie da immer so dran beißen, saugen, ich weiß nicht wirklich, was sie macht, aber sie braucht immer ein Kuscheltier und weil ihr letztes kaputt ist, bekommt jetzt diesen Biber. Mein Mann kriegt einen Traum erfüllt, die PlayStation, was ist es, 5? 5, glaube ich, ne? Ja, PlayStation 5. Wir haben abgesprochen, was wir uns wünschen. Ich habe ein teures Coaching mir gebucht, wo ich über Leadership und den Direktvertrieb noch mehr lernen werde und er wollte die PlayStation. Jetzt kommen wir zu den Geschenken der Kinder. Ich fange an bei Ben. Wie gesagt, Ben ist noch 3, wird im Januar aber schon 4 und interessiert sich vor allem für Autos, für Lego, für ja so typische Jungsthemen halt. Ich fange hiermit an. Hot Wheels hat er sich gewünscht, hat er sich eine ganze Stadt gewünscht. Er hat schon 2 so Elemente und das baut man ja alles zusammen und nachher ist es wirklich eine Stadt, wo dann diese kleinen Autos durchfahren können, Loopings machen, hochgeschmissen werden. Und da hat er sich einige Sets gewünscht und das ist ein kleines Set, ist ein Cupcake Ice Cream Haus, wo man durchfahren kann. Dann habe ich ihm so einen kleinen Truck Monster Truck, den macht man ins Wasser oder kann man ins Wasser machen und dort ändert er seine Farbe. Haben wir mal bei einem Freund von ihm auf dem Kindergeburtstag gesehen, fand er mega. Ben liebt Marvel, Superhelden und vor allem Spider-Man. Immer wenn wir im Auto unterwegs sind, müssen wir alle Spider-Man Hörspiele oder Songs hoch und runter hören. Und von Hasbro Gaming haben wir die Spider-Man Spinne, die Wasser schießen kann. Und ein echter Spider-Man ist auch dabei. Das wird der Hit. Ein weiteres Hot Wheels Set. Eben kommt auch an die Stadt dran. Und da kann er dann Loopings hier irgendwo durch. Gehört auch zur Stadt dazu und wird ihn begeistern. Kneten. Kneten ist auch was, was unsere Kinder unglaublich gerne machen und was uns sehr viel Zeit gibt, weil wenn wir den Knettisch eröffnen, dann sind die manchmal Stunden beschäftigt und wir können den Haushalt machen, arbeiten etc. Und deswegen haben wir von Play-Doh, auch von Hasbro Gaming, für jedes Kind nochmals, auch wenn wir schon viel haben, aber es kommt einfach immer so, so gut an, 2 Sets ausgesucht. Und weil sie so gerne backen, Eis machen, kochen, haben wir hier das Kitchen Creation Set für Ben ausgesucht. Kann man Hamburger machen, Pizza, sieht so genial aus. Schaut euch mal hier diese Beispiele an. Da hat man dann die Förmchen für den Hamburger, für die Pizza, für hier das, für den Truthahn, für das Hähnchen. Und hier kann man, was ist das, ein Donut oder so? Irgend sowas in der Art machen. Also ja, Ben wird ausflippen. Er liebt Knete und hat dann seine eigene Küche. Eine große Leidenschaft von Ben und seinem Papa ist Lego und deswegen gibt es auch Lego-Sets. Einmal das Ninjago, was ist das? Irgendein Jet oder so. Das hat er noch nicht und das war ein Tipp von seiner Schwester. Liana hat gesagt, Mama, der hat schon so viel Feuerwehr und so viel Polizei, aber es gibt noch ein Krankenhaus. Weil wenn sie spielen und es verletzt sich jemand, haben sie nirgendwo, wo sie die armen Lego-Menschen hinbringen können. Und deswegen gibt es das Krankenhaus. Es ist ab 7, aber wie gesagt, André und auch manchmal ich mag es nicht so gerne, Lego City, diese ganz kleinen Teile und so, bin ich zu ungeduldig dafür. Aber André hat sehr viel Geduld und baut dann mit Ben dieses Krankenhaus auf. Wird er sich auch sehr drüber freuen, weil eben Krankenhaus war bisher noch gar kein Thema, hat er noch nicht. Das da ist schon verpackt. Ich blende dazu ein Bild ein. Und zwar gibt es da auch eine kleine Geschichte dazu. André war mit den Kindern im Spielzeugladen. Ich glaube, es ging nur darum, ein Geschenk für einen Kindergeburtstag zu besorgen. Und Ben ist komplett ausgerastet, weil es da eine Ampel gab, die er unbedingt haben wollte.
Und die haben wir ihm jetzt heimlich besorgt. Das ist eine Ampel. Ich glaube, es ist eine große Ampel. Er hat uns dann erklärt, aber er braucht die ganz dringend, weil er hat ja so ein Polizeifahrzeug und da braucht man eine Ampel dazu. Wird er sich richtig freuen, wenn er die auspackt. Ich habe sie schon verpacken lassen, habe nicht an unser Video gedacht, deswegen ist es jetzt schon eingepackt. Und last but not least, das ist das Geschenk vom Weihnachtsmann. Das hat er sich gewünscht. Ich stelle es nochmal hier ab. Hat er sich auf der Liste vom Weihnachtsmann gewünscht. Das ist eine Carrera-Bahn, wo er dann die Autos mit einem Controller, heißt das so, fahren lassen kann. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist ja auch Super Mario dabei. Und das ist gerade auch irgendwie Thema bei ihm, weil er über YouTube Kids irgendwie immer wieder Super Mario angezeigt bekommt. Auf jeden Fall sieht man hier hinten, ich zeig's euch mal, vielleicht ist es aber auch nicht dabei. Hinten ist Super Mario drauf. Hier vorne sieht man diese Rennautos. Also ja, wir werden sehen. Das sind die Geschenke von Ben. Ich glaube, man ist ja auch als Mami immer unsicher. Ne? Kommt das jetzt gut an oder hat man was vergessen oder hat man was nicht richtig ausgesucht? Aber ich glaube, es ist eine gute Mischung und er wird sich sehr freuen. So, jetzt baue ich das mal wieder ein bisschen zurück und dann kommen wir zu Lianas Geschenken. Liana war mit ihrer Wunschliste sehr... Wie soll ich sagen? Einseitig? Für Liana ist das Allerwichtigste die Hatchimals. Da hat sie angefangen, diese Stofftiere zu sammeln. Und vor allem ist halt dieser schöne Prozess, dass man das da aus dem Ei rausschlüpft. Dann hat man noch kleine so Surprise-Tütchen dabei, wo nochmal irgendwie eine Krone oder ein Schleim oder sowas dazu rauskommt. Und da lag sie mir wirklich ganz lang damit in den Ohren und hat immer wieder wiederholt, dass sie genau das möchte, wo diese kleinen 5 Eier drunter sind, dass ich das auf keinen Fall dem Weihnachtsmann falsch weitergebe. Dann haben wir noch ein Hatchimal. Das ist ein Mermaid Corn. Da kommt wohl ein Hatchimal mit Meerjungfrauenschweif raus. Genau, das sind so die wichtigsten für Liana. Und dann musste ich so ein bisschen weiter überlegen, was könnte ich ihr denn noch schenken. Ah, das hat sie mir selber als Tipp gegeben. Und zwar suchtet sie Hannah und Ava. Das sind so zwei YouTuber-Mädchen, die das wohl schon seit Jahren machen. Und da hat sie das gesehen, Magische Begegnungen. Das ist ein Brettspiel mit einem Magic 8 Ball. Wir kennen den Magic 8 Ball von der Serie Friends und ich fand das total lustig. Momentan spielen wir sehr gerne Brettspiele. Bändchen noch nicht so lang, der hat noch nicht so viel Geduld, aber Liana spielt mit uns unglaublich. Und hier ist das wohl ein Brettspiel, das richtig Spaß machen soll und das sie kennt. Und deswegen habe ich gedacht, kriegt sie das zu Weihnachten. Liana backt wahnsinnig gerne und deswegen habe ich überlegt, kennt ihr auf Netflix die Serie Bake Squad? Das ist richtig cool. Da backen die 4 Konditoren, backen im Wettbewerb gegeneinander. Liana liebt es, Liana guckt es so, so oft. Und ich habe ihr ein Set von den Backhelden bestellt, wo sie wirklich selbst eine richtige Torte machen darf. Wir haben ihr Becherküche gekauft, sie macht Kekse, sie backt Kuchen. Also sie ist da wirklich total talentiert und hat da super viel Spaß dran. Und deswegen darf sie ihre erste Torte backen. Backhelden macht praktisch wie so Kochboxen, aber eben als Backbox, wo du alle Zutaten drin hast. Außer jetzt natürlich Butter und Eier und so. Das steht dann dazu, was du da noch kaufen musst. Und dann kannst du selber eine Torte backen. Dazu habe ich dieses Set gekauft. Das ist so eine Tortenplatte, die man drehen kann und so Spritzbeutel, dass sie da alles für diese Torte dabei hat. Also das ist praktisch ein Geschenk zum Tortebacken. Dann bekommt sie Kleinigkeiten. Das sind so, Liana, ne, das liebt ihr alles, Schleim, so kleine Quetschtiere. Und das war auch Weihnachtsmann-Wunschzettel. Das ist auch so ein Quetschball wollte sie unbedingt haben. Macht aber auch Spaß, muss ich sagen. Genau, und dann haben wir noch Hasbro. Sind wir große Fans, weil wir super gerne spielen als Familie. Und das ist ein Spiel, was Liana und Ben wirklich super gerne und schon super lang machen. Twister. Das war der Ball. Twister kennt ihr ganz klassisch, wo man diese
Decke hat und diese Farbpunkte. Und das ist jetzt aber Twister Air, wo man praktisch im Fernsehen Bewegungen macht. Und Liana ist sowieso so jemand, der super aktiv ist, nicht gerne still sitzt. Und ich bin sehr gespannt, wie das bei ihr ankommt. Auf jeden Fall hat sie dann so verschiedene Farben an Hände und Füße und kann rumzappeln vor dem Bildschirm. Glaube ich, ist mega für sie. Das da ist eigentlich eher so praktisch gedacht und für beide Kinder. Das ist ein Spitzer, aber der ist elektrisch. Also du machst deine ganzen Stifte da rein und die spitzen sich elektrisch. Das da war noch auf der Wunschliste. Fido, muss man eine Hundehütte bauen und ist ein kleiner Hund drin, auch vom Weihnachtsmann. Und auch ein Play-Doh-Set von Hasbro. Und hier darf sie, es ist so genial, sie wird es lieben, schaut mal. Cupcakes, Milkshakes, Cookies, also richtig, richtig genial. Ihr seht hier, hat sie dann eine eigene Station, wo sie das alles machen kann. Und sogar hier, wie ihr seht, so ein Display, wo sie dann ihre fertig gekneteten Cookies und Kekse und hier Milkshakes drauf machen kann. Wird sie auch lieben. Und wir werden es auch lieben, weil dann haben wir sie eine Weile beschäftigt, während wir andere Sachen machen können. Das war's schon. Die Weihnachtsgeschenke 2023. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich kann es nicht erwarten, die glitzernden, funkelnden, strahlenden Augen an Weihnachten zu sehen. Bis zum nächsten Video. Ciao!